Liebe Mitglieder und Freunde der Südtiroler Freiheit, sehr geschätzte Damen und Herren, mein Name ist Stefan Zeiger und ich darf Sie im Namen der Südtiroler Freiheit ganz, ganz herzlich zu unserem heutigen Webinar begrüßen. Es freut mich, dass sich so viele angemeldet haben aus ganz Tirol, aber auch weit darüber hinaus. Ich habe Stephen Vergauen gesehen aus Flandern und Anthony aus Ägypten. Also wir sind eine sehr internationale Runde heute. Und das zu einem aktuellen Anlass, denn 60 Jahre ist es nun her, dass mutige Männer, aber auch Frauen dazu übergegangen sind, mit Sprengstoffattentate auf Symbole des Staates die Welt auf das große Unrecht, das damals in Südtirol herrschte, aufmerksam zu machen. Einer der prägendsten Freiheitskämpfer damals war Georg, genannt Jörg Klotz, ein Mann, der schon als Kind und Jugendlicher die Gewaltherrschaft der Faschisten erlebt, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg zum Kampf gegen die Unterdrückungspolitik Italiens entschließt, der Anschläge auf die Symbole des Staates verübt, aber niemals auf Menschen, der zum Staatsfeind Nummer 1 aufsteigt, unter Anführungszeichen, und eine ganze Armee in Atem hält. Der gejagt wird, verfolgt und verwundet und der fernab der Heimat stirbt und der als Toter in seine Heimat zurückkehren darf. Dieses Seminar trägt deshalb den passenden Titel Das Leben von Jörg Klotz, Familienvater, Freiheitskämpfer, Staatsfeind. Und wer sonst könnte besser von diesem Mann erzählen und von dieser Zeit auch als seine älteste Tochter Eva Klotz. Eva Klotz vorzustellen ist in dieser Runde natürlich ein bisschen wie Eulen nach Athen zu tragen, aber ich möchte es natürlich trotzdem tun. Eva Klotz ist im Passaiertal geboren und aufgewachsen. Sie hat Geschichte, Volkskunde und Philosophie an der Universität Innsbruck studiert. Eva war 31 Jahre lang Mitglied des Südtiroler Landtages. Sie war Gemeinderätin in Bozen. Eva war unter anderem Mitbegründerin der Union für Südtirol und der Südtiroler Freiheit. Und ich glaube, man übertreibt nicht, wenn man sagt, dass Eva eine Galionsfigur, europaweit bekannt für das Recht auf Selbstbestimmung ist. Und deshalb freuen wir uns natürlich ganz besonders, Eva, dass du dir heute Zeit genommen hast und uns ein bisschen mitnimmst auf eine Reise in die Vergangenheit, auf eine Reise in die Geschichte unseres Landes und dann und natürlich auch in deine Familiengeschichte. Nur kurz zum Ablauf. Es soll natürlich dies keine statische Veranstaltung sein, deshalb wird Eva zu Beginn in das Thema einleiten und gleich danach haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich mit Eva auszutauschen. Sie sind jetzt noch alle stumm geschaltet und die Stummschaltung wird dann aufgehoben. Ich freue mich auch ganz besonders, dass wir unsere Landtagsabgeordnete Vera Mazdammerler in dieser digitalen Runde begrüßen dürfen. Unser Landtagsabgeordneter Sven Knoll lässt sich entschuldigen und wünscht diesem Abend natürlich gutes Gelingen. Und ich bitte dich, Miriam, ein paar kurze Grußworte an uns zu richten. Vielen Dank, lieber Stefan. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, so viele diesen Abend zu sehen. Schön, dass so viele Interessierte heute dabei sind. Denn wir sind zwei Abgeordnete im Südtiroler Landtag, die natürlich das Erbe von den Freiheitskämpfern, aber auch von Eva weitertragen, dass die Selbstbestimmung, die Freiheit für Südtirol weitergetragen werden. Dieses Anliegen vertreten wir im Südtiroler Landtag und werden es nie aus den Augen verlieren. Jetzt die Zeit mit Corona macht das Ganze natürlich schwieriger. Das Hauptaugenmerk ist auf Corona gerichtet. Aber diesen Gefallen tun wir dem italienischen Staat und auch unserer Regierung hier in Südtirol nicht, dass wir von unseren Kernthemen ablassen, sondern wir beharren weiterhin auf unsere Kernthemen und lassen die nicht einfach beiseite. Das würde Ihnen so passen, aber den Gefallen tun wir Ihnen nicht. Ich glaube, wir mit unserer Geschichte in unserem Land Tirol haben sicher viele Generationen, viele Familien, in denen viele Schicksale passiert sind. Angefangen vielleicht von den Katakombenlehrerinnen, die das Risiko eingegangen sind, indem sie eben den deutschen Unterricht gewährleistet haben, bis hin eben zu diesen Freiheitskämpfern der 60er Jahre und auch danach noch. Aber ich glaube, so eine bewegte Geschichte wie jene der Familie Klotz werden wir nicht oft finden. Und ich glaube, das ganz Besondere daran ist nicht nur die Geschichte an sich, die Erlebnisse, die diese Familie hatte,
Denn eigentlich müsste man sagen, diese Geschichte hätte sie eigentlich im Herzen hart werden lassen müssen. Aber wenn man die Familie Klotz und Eva kennt, dann spürt man jedes Mal die Herzlichkeit, die diese Familie und Eva ausstrahlen und auch die Liebe zu ihrer Heimat. Und ich glaube, das müssen auch wir uns zum Vorbild machen, dass wir uns auch, so hart die Zeiten auch sind und so widerspenstig sie auch sind, dürfen wir uns nie von unserem Herzen und von unserer Heimat und von unseren Wurzeln entfernen. Und deswegen freuen wir uns, glaube ich, jetzt alle von Eva eben heute Abend die Geschichte von dieser bewegten Geschichte, diese bewegten Erzählungen von ihrer Familie zu hören, von ihrem Vater und wie sie das alles erlebt haben. Und mögen uns diese Schilderungen prägen und dass wir all dies in unseren Herzen weitertragen und eben nie unsere Verbindung zu unserer Heimat und zu unseren Wurzeln verlieren. Ich wünsche allen ganz einen schönen, interessanten und lehrreichen Abend. Alles Liebe und bleiben wir unserer Heimat und unseren Wurzeln treu. Vielen Dank, Miriam. Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Und deshalb übergebe ich das Wort an Eva. Bitte, Eva. Danke, Stefan. Danke, Miriam, für die Einleitung. Guten Abend an alle. Allen guten Abend allen. Und ich denke, es haben alle Verständnis, wenn auch ich Hochdeutsch spreche, damit alle gut verstehen und dann eventuell auch Fragen stellen können. Es würde sicherlich mehr als einen Abend füllen, ausführlich über das Leben und die Erfahrungen meines Vaters zu berichten. Vielleicht schaut auch die eine oder andere Schwester, vielleicht auch ein Bruder zu, also unseres Vaters, Georg Klotz, zu berichten, denn es ist eine unglaublich intensive Lebensgeschichte. Ich würde einmal davon ausgehen, was unseren Vater Jörg Klotz geprägt hat. Im September 1919, einen Tag nach dem unseligen Friedensvertrag von Saint-Germain geboren, Friedensvertrag 10. September 1919, am 11. September ist unser Vater geboren und hineingefallen mehr oder weniger dann in diese unglaublich unselige faschistische Unterdrückungszeit. Ein Jahr hatte er noch in der Volksschule einen deutschen Lehrer, also es war sogar ein Passaierer, ich glaube sogar er war in Walten ansässig, weil die Faschisten nicht sofort, 1923 ist ja das entsprechende Dekret in Kraft getreten, aber die Faschisten hatten nicht genügend Lehrpersonen, um auch in den letzten Bergdörfern sozusagen die italienische Schule einzurichten. Und so war gerade in manchen Bergschulen ein, zwei Jahre noch ein einheimischer Lehrer und hatten die Kinder also deutschen Unterricht. Das änderte sich dann natürlich schlagartig. Dann waren nur noch italienische Lehrer und unser Vater hatte eine Lehrerin. Er hat immer gesagt, also sie sei sehr vorteilhaft von ihrem Wesen gewesen, aber eine sehr gute Lehrerin, die vor allem Rechnen beigebracht hatte und unser Vater war wohl ein sehr lerneifriger Schüler. Jedenfalls hatte er sicherlich die Grundlagen, vor allen Dingen in den technischen Bereichen, gut gelernt, was er natürlich nie hatte lernen können. Das war grammatikalisch und vom Rechtschreiben her einwandfrei schreiben zu können in seiner Muttersprache. Diese Generation ist also um ihre Kultur gänzlich betrogen worden, hat also die Muttersprache nicht gelernt und das Italienische, vor allem was das Schreiben anbelangt, leidlich.
dann natürlich miterleben zu müssen, diese Diskrepanz zwischen dem, was im Vaterhaus als Werte vermittelt wird, an Werten vermittelt wird, und das, was die Lehrerin in der Schule sagt und mehr Zeit fast, was die Unterweisungen anbelangt, hatten sie in der Schule mitbekommen. Im Elternhaus wurde viel geredet von den Schützentraditionen, von der Tiroler Musik, vom Tiroler Brauchtum. Und so hat der junge Jörg das in sich aufgesogen. Er war unglaublich begeistert von dieser Tiroler Geschichte, vom Schützenwesen von Andreas Hofer, von all dem, was er aufgreifen konnte, was daheim erzählt wurde, was in der Nachbarschaft besprochen wurde, aber auch, was ihm der Herr Jörgi, von dem er den Namen hatte, der Priester in Walten, gesagt hat. Der Herr Jörgi war ein hochgebildeter Mensch, also einer der besten Kenner, sicherlich, man kann sagen, Tirols, was die alten Schriften anbelangt, das Altgriechisch, aber auch die Sprache, in der Jesus angeblich gesprochen hatte. Also eine Kapazität. Und der hat natürlich dem Jörg, der immer wieder zu ihm kam und nachfragte, auch ein Geheimnis anvertraut, dass die alte Schützenfahne irgendwo versteckt worden war, und hat ihm dann wohl dann später diese Fahne übergeben, als unser Vater dann das Schützenwesen nach der Rückkehr aus dem Krieg wieder aufgebaut hat. Um den alten Brauch des Holepfannfeuers durchzuführen, mussten die jungen Leute, es waren in der Nachbarschaft mehrere, viel Holz sammeln. Holepfannsonntag, das ist der erste Fastensonntag, an dem an die Opfer der Pest erinnert wird. Und der 12-jährige Jörg hatte da auch wesentlichen Anteil daran, dass dieser Brauch umgesetzt wurde. Die anderen, die Carabinieri in St. Leonhard, haben dieses Holepfannfeuer gesehen, und alles, was irgendwie an Tirol erinnerte, musste ausgelöscht werden, verboten werden und geahndet, schärfstens geahndet. Die anderen Feuerentzünden Beteiligten konnten sich oder haben sich irgendwie bedeckt gehalten, und so kamen sie auf den 12-jährigen Jörg, der dazu gestanden hat, selbstverständlich, das ist ein Tiroler Brauch, und er wurde von den Carabinieri derart geprügelt und geschlagen, dass ihn sein Vater hat auf seiner Schulter heimtragen müssen. Das war eines der ganz prägenden Erlebnisse für unseren Vater. Er hat uns das immer wieder erzählt. Also die Ohnmacht gegenüber einer Staatsgewalt, die nicht nur kein Verständnis für eine so ruhmreiche Tradition wie die der Tiroler Schützen und der Tiroler hatte, sondern sich drauf und dran machte, all jene, die zu diesen Werten sich bekannten, also zur eigenen Familie, man kann sagen, zu Fleisch und Blut, zum eigenen Fleisch und Blut sich zu bekennen, dass die also derart geprügelt werden, zumal eben ein Kind, kann man sagen. Er hat sich wohl dann auch unter dem Eindruck aller anderen Unterdrückungsmaßnahmen, das ganze Land hatte darunter zu leiden, freiwillig 1939 zur deutschen Wehrmacht gemeldet. Obwohl noch nicht volljährig, ist er selber nach Meran gegangen, um sich zu entscheiden für Deutschland in der Optionszeit. Und konsequenterweise hat er sich dann eben als 39, als noch nicht am
fast ja als 20-Jähriger gemeldet. Das, was ihn dann sehr geprägt hat weiter, waren die 5 Jahre im Krieg, Narvik, Russland, verwundet, schwer verwundet, nahe der Wirbelsäule einen Granatsplitter abbekommen in der Nähe von Kirkenes, wo die Kameraden ihn 20 Kilometer zum nächsten Verbandsplatz getragen haben und wie mir später ein ehemaliger Kriegskamerad erzählt hat, die Kameraden gesagt hat, der kommt nimmer, waren also überzeugt, er würde das nicht überstehen. Er hat es überstanden, ist dann als Ausbilder, es waren ja die Achsenmächte Italien, Deutschland noch vereint, als Ausbilder einer italienischen Truppe in Nordtirol in der Nähe von Schwaz eingesetzt, wo er auch sehr viel gelernt hat über die Italiener und deren Schwierigkeiten im Gebirge, sagen wir es einmal so. Das war für ihn auch sehr prägend und sehr wichtig für die spätere Einschätzung im Freiheitskampf und für die eben seine spätere Vorgangsweise im Freiheitskampf, weil er dort gesehen hatte bei dieser Ausbildung, dass alle jene im Vorteil sind, die das Gelände kennen und vor allen Dingen, die eine Ahnung haben von Gebirge, vom Gletscher, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Die Rückkehr nach dem Krieg, eine Riesenenttäuschung. Die ehemaligen Faschisten jetzt mit einem demokratischen Mäntelchen sozusagen über Nacht ausgestattet, in ihrem alten Posten wieder vorzufinden, ob das in Bozen war, wo eine seiner Schwestern verheiratet war, ob in St. Leonhard, seiner Heimatgemeinde dort, die Feinde von früher, also diejenigen, die alles Tirolerische ausmerzen wollten, wieder antreffen zu müssen. Die Erinnerungen an all das, was er erlebt hatte und die Erkenntnis, dass eben jetzt, wo die Alliierten 1945 Südtirol wieder unter italienische Herrschaft stellten, dass das Ganze neu beginnen würde. Er hatte, unser Vater war ausgestattet mit einem messerscharfen Verstand. Deswegen auch seine Einschätzung der Zukunft, was auf Tirol wieder zukommen würde. Und deshalb sein Entschluss, alles zu tun, damit die Tiroler südlich des Brenners diesmal nicht gänzlich wehrlos dastehen würden und der Ohnmacht der Unterdrücker ausgeliefert sein würden. Deswegen die Gründung Wiederaufnahme der Schützentradition, des Schützenwesens, weil er wusste, das, was in den Tirolern ganz tief verankert ist, verinnerlicht ist die Wehrtradition. Eine sehr, sehr ruhmreiche, stolze Geschichte des Tiroler Schützenwesens, die also nie einen Angriffskrieg geführt hatten, aber wenn es um die Verteidigung der eigenen Heimat ging, keine Opfer gescheut hatten und auch die Tradition, also das Schützenwesen, Schützen kommt nicht von Beschützen, sondern ganz eindeutig von Schießen, das heißt also die Ausbildung, Freiwillige, es hat Wettbewerbe gegeben, immer wieder die Schützentradition, also auch die Kunst des Schießens früher mit Armbrust und dann natürlich mit Feuerwaffen. Auch das ein interessantes Kapitel. Und so hat er sich gleich nach dem Krieg dran gemacht,
das Schützenwesen wieder aufzubauen. Er hatte dazu Kontakt geknüpft, auch mit einem Tiroler, der im italienischen Heeresdienst ist, zu hoher Offizierswürde gebracht hatte. Er war auch bei Silvius Maniago, dem damals bereits Landeshauptmann, in den späten 50er Jahren Landtagspräsident, dem er diese seine Absicht mitgeteilt hat und auf Hilfe gehofft hat, der Maniago, der aber gesagt hat, das lassen die Italiener niemals zu, dass das Schützenwesen wieder aufgebaut wird. Dann hat unser Vater gesagt, das werden wir sehen. Und hat sich dann direkt an diesen italienischen Heeres hohen Offizier Cristoforo de Hartungen gewandt, von dem man inzwischen weiß, dass er in amerikanischen Geheimdienst stand. Und die Amerikaner hatten nach dem Krieg ja alles Interesse, um die Traditionen zu stärken und alles das zu unterstützen, was helfen könnte, den Kommunismus in Europa und vor allem im Staat Italien einzubremsen und in die Schranken zu weisen. Und da war das Tiroler Schützenwesen natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Säule. Und deshalb durfte unser Vater den Wiederaufbau des Schützenwesens betreiben, allerdings ohne Waffen, ohne Sabel und Gewehr. Aber er sagte, wichtig sei jetzt einmal, diesen Grundgedanken des Wehrwillens, diesen Wehrwillen wieder neu zu entfachen, um eben eventuell, und er hat sich dann persönlich sehr bald daran gemacht, ein eigenes Waffenarsenal sich anzulegen. Er hat deswegen sogenannte Bunker eingerichtet, also verschiedene Verstecke in der näheren Umgebung, aber auch in der weiteren Umgebung unseres Hauses, insgesamt an die 5, um nicht noch einmal denen wehrlos ausgeliefert zu sein. Denn das wusste er auch später im Freiheitskampf, wehrlos gefangen nehmen hätte er sich nie lassen. Also er hätte sich sicher verteidigt. Im Kampf später hat er selbstverständlich natürlich nicht in der Stadt, da konnte er nicht, aber sonst hatte er seine Verstecke, gerade in der ersten Zeit, wo er in einem Dorf in Nordtirol, nicht sehr weit von Innsbruck, aber immerhin abgelegen war. Und wir wissen ja, dass Italien sehr, sehr früh schon dann die Idee der Entführungen versucht hat umzusetzen. Es ist nicht gelungen. Unseren Vater wollte man auch entführen. Man hat viele in eine Falle gelockt. Und diesbezüglich also war Italien nicht zimperlich. Im Falle unseres Vaters ist es ihnen zum Glück nicht geglückt dafür, aber dann, weil sie Luis am Platz und meinen Vater nicht lebend in die Hände bekamen, dann schließlich der Plan, wenn nicht lebend, dann eben tot, physisch eliminieren. Auch das ist dann schiefgegangen, wie man weiß. Es war zwar Luis am Platz, leider Gottes tot in der Heuhütte auf den Brunner Madern oberhalb von Saltaus am Eingang zum Passaiertal. Es sollte alles so aussehen, als 1964 im September, als hätten Italiener, also Carabinieri, denn der Mörder Christian Kerbler war ja ausgestattet mit der Dienstwaffe eines Carabinieri-Offiziers aus Brixen. Es sollte so aussehen, als seien Luis am Platz und unser Vater überrascht worden in der Heuhütte
und nach einem erbitterten Kampf eben zwei Tote da. Aus diesem Grunde wäre es natürlich zweckmäßig gewesen, nachzuweisen, dass sie mit Waffen des italienischen Heeres getötet wurden. Deswegen hatte Christian Kerbler, der im Dienste der italienischen Polizei und des italienischen Geheimdienstes stand, ja eben diese Waffe eines Carabiniere. Aber das Ganze ist schiefgegangen, weil es einen Überlebenden gegeben hat, unser Vater, der den Beweis, die Kugel praktisch, die in seiner Brust gesteckt hat, also unter der linken Schulterachsel eingetreten und in der linken unter dem Arm gesteckt, weil er dieses Beweisstück in seinem Körper nach unglaublichen Strapazen nach Nordtirol ins rettende Exil hat mitbringen können. Und als man ihm diese Kugel dann herausoperierte in Würgl und sie ihm zeigte, erst da begriff er war davon ausgegangen, die Italiener hätten durch das Dach geschossen, denn diese Heuhütte stand unter einem Felsvorsprung. Und erst dann begriff er, als er dieses Projektil sah, dass die Italiener nicht von oben geschossen durchs Dach geschossen haben können, sondern dass das jemand aus nächster Nähe abgefeuert hatte. Und erst dann kam das Ganze heraus und so wie ein Puzzle Teil für Teil, so dass man das ziemlich genau nachverfolgen konnte. Die ganze Wahrheit weiß man natürlich nicht, jedes Detail nicht, aber so viel, dass es ein vom italienischen Innenministerium gut geheißener und in Auftrag gegebener Mord gewesen ist. Warum diese Maßnahme? Weil nämlich Luis Amplatz, unser Vater, die vier Pusterer-Buben und noch einige sich nach Innsbruck, Österreich hatten retten können und um die Häftlinge, an die circa 60 Häftlinge, 70 Häftlinge zu entlasten, im Sommer immer nach Südtirol gekommen sind, um Anschläge zu verüben auf Strommasten, niemals auf Menschen. Es wäre ein leichtes gewesen für Luis Amplatz und unseren Vater, jeden Tag, an dem sie in Südtirol waren, ein Blutbad anzurichten. Das wollten sie nicht. Es hatte ein Übereinkommen gegeben, fast kann man sagen, einen Schwur damals mit Sepp Mitterhofer, niemals auf Menschen zu schießen, sondern gegen Symbole des Staates vorzugehen. Deswegen vordergründig auf Strommasten und andere Symbole des italienischen Staates. Da man ihrer nicht habhaft wurde und das italienische Militär unsägliche Angst hatte vor diesen Leuten, die eben jeden Stein in ihrer Umgebung kannten, schließlich der Mordplan und weitere Maßnahmen wie Tesselberg, wo man ein ganzes Dorf terrorisiert hat. Es war damals auch die Zeit, in der De Lorenzo Carabinieri verantwortlicher war, der ja einen Staatsputsch in Italien eigentlich vorhatte, der dann im letzten Moment abgeblasen worden war, aber natürlich der seine Leute bestens ausbilden hatte lassen. Der Kampf, also dieser Freiheitskampf, hatte unglaubliche Strapazen mit sich gebracht, unglaubliche Opfer. Unser Vater hat Familie, Besitz, seine Heimat praktisch aufgegeben, was ihm unglaublich schwer gefallen ist, um den Freiheitskampf zu führen.
für das gesamte Volk hat er seine persönlichen Interessen, so wie auch Luis Amplatz und alle anderen Freiheitskämpfer, eben in den Hintergrund treten lassen. Auch die Familie natürlich hat darunter gelitten, aber wir hatten das Glück, eine sehr, sehr starke und tapfere Mutter zu haben, die immer hinter unserem Vater gestanden hat. Und wenn wir Kinder vielleicht einmal gesagt haben, na Mama und so weiter, Kinder, wird nicht jammern, das backen wir schon. Das war immer ihre Devise. Und sie hatte ja selber sehr, sehr viel mitzumachen. Und als man unseren Vater weder lebend noch tot in die Hände bekommen hatte, ist man auf die Familie losgegangen. Unsere Mutter ist 14 Monate und 10 Tage im italienischen Kerker gewesen. Zunächst unglaublich strengen Verhören ausgesetzt, einer Quarzlampe ausgesetzt, die immer nach ihren Augen gerichtet worden ist. Und diese starke Frau hatte Nervenzusammenbruch erlitten und es musste auch damit gerechnet werden, dass sie ihr Augenlicht verlieren würde. Das war zum Glück nicht der Fall. In der Zeit des Nervenzusammenbruchs wurde sie ins Gefangenenabteilung der Insassengefängnisses nach Trient gebracht. Und beim Aufräumen und Aufarbeiten ihres Nachlasses habe ich einige Briefe und Karten gefunden, die Nonnen aus Trient, die sie damals betreut haben, noch Jahre nach der Entlassung aus der Haft geschickt haben, zu Ostern und Weihnachten. Das bedeutet, dass diese Nonnen, diese Leute ganz klar verstanden hatten, dass das eine politische Geschichte war, also Sippenhaft, kann man sagen, regelrechte Sippenhaft, nach einem Muster, das in der Nazizeit und in der Faschistenzeit angewandt worden war. Das hat unseren Vater natürlich sehr, sehr getroffen. Die Mutter im Gefängnis, die Kinder aufgeteilt auf die Verwandtschaft praktisch. Ich war damals im Internat bei den englischen Fräuleins in Meran. War dann mit einigermaßen abgeschirmt, aber war auch zu einem Verhör geholt worden, also um 9 Uhr in der Früh aus meiner Klasse in der Lehrerbildungsanstalt aus Meran herausgenommen und dann gegen 9 Uhr, 10 Uhr abends erst wieder zurückgebracht, einem Verhör, Kreuzverhör unterzogen, einen Tag lang nur ein Kreuzverhör. Und ich kann euch sagen, wie das ist. Ich bin nicht geschlagen worden. Es sind keine Quarzlampen nach meinen Augen gestellt worden. Aber ich habe am Abend wirklich nicht mehr gewusst, was wahr war und was nicht. Das hat mich nervlich derart hergenommen, aber auch vom Denken her, kopfmäßig hergenommen, dass ich selber nicht mehr wusste. Ich habe zum Schluss gesagt, schauen Sie, beim besten Willen, ich kann mich nicht mehr erinnern. Die wollten unbedingt wissen, ob ich zu Weihnachten einen Brief von meinem Vater für meine Mutter mitgenommen hatte. Ich wusste es nicht mehr. Ich war derart durcheinander verwirrt. Aber wir reden ja von meinem Vater und nicht von mir. All diese Ereignisse haben ihm natürlich unglaublich zu schaffen gemacht. Nach dem Tod von Luis Amplatz war er allein in Wien in Verbannung, immer wieder dann auch wieder im Gefängnis, weil man natürlich immer wieder bei ihm einmal eine Waffe gefunden hatte, weil er immer wieder in Vorträgen, aber auch im Radio Freies Tirol
das er gegründet hat und angekauft hatte mit allem technischen Zubehör, weil er wusste, also die Kampftätigkeit hat sich aufgehört. Er hat gesagt, wenn nach diesen Ereignissen dieser Mordanschlag, wir haben gesprochen von dem, was ihn geprägt hat, dieser Mordanschlag hat ihn zutiefst getroffen und die Erkenntnis, wenn von dreien einer nicht nur ein Verräter ist, sondern ein Killer, dann hört sich jeder Freiheitskampf auf. Deswegen eben die Verlagerung auf die modernsten Kampfmittel und dazu gehörte damals die Aufklärung mittels dieses illegalen Senders Radio Freies Tirol, das die Italiener ziemlich nervös gemacht hat, aber natürlich auch die Politiker in Österreich. Damals war die ÖVP am Ruder mit den Leuten wie einem Bundeskanzler Klaus und anderen, die mit beigetragen haben zum peinlichsten, schändlichsten Kapitel, eigentlich können wir sagen, der jüngsten Geschichte Österreichs, das eigene Bundesheer an die Grenze gestellt zu haben, unter dem Innenminister Hetzenauer, um sozusagen Italien vor den Tiroler Freiheitskämpfern mit Schützen zu helfen. Und dann natürlich auch infolge dieses Geheimsenders, infolge seiner Aktivitäten bei Vorträgen, wo er immer wieder von der Fortsetzung des Freiheitskampfes gesprochen hat mit modernen Mitteln. Er werde nicht aufhören, sich einzusetzen, solange Tirol nicht frei ist. Denn das war ein Schwur 1960 in unserer Stube in Walten, wo unsere Mutter ein Kissen mit einem gestickten Tiroler Adler zur Verfügung hatte, auf den man den Schwur geleistet hatte, nicht aufzuhören, für die Freiheit Südtirols zu kämpfen, also das Los von Rom praktisch zu kämpfen, bis man es erreicht hat. Das war dann infolge dieser Ereignisse leider nicht mehr möglich. Und als dann die SVP 1969 das sogenannte Paket angenommen hatte, was praktisch einer Nicht-Absage, aber wo man vom Ziel Selbstbestimmung praktisch abgerückt war seitens der SVP, den Begriff der Selbstbestimmung damals nicht mehr politisch umzusetzen bereit war, wusste man also, dass man nicht dieses Ziel erreichen würde. Es waren auch dann sehr viele tot. Es waren die politischen Häftlinge entlassen worden mit unglaublichen gesundheitlichen Schäden. Einige waren ja gestorben in den Gefängnissen an den Folgen der Folter. Die Freiheitskämpfer im österreichischen Exil, die damals auch sehr große Sorgen hatten, ob sie nicht ausgeliefert wurden. Also Pustra Purm und unser Vater waren ja bereits im Gefängnis in Linz. Linz galt als Auslieferungsstation sozusagen. Wer in Linz war, musste damit rechnen, an Italien ausgeliefert zu werden. Und unser Vater traute dieser ÖVP-Bundesregierung in Österreich alles zu. Man musste denen alles zutrauen. Man wusste damals schon, kannte diese Verbindungen im Detail nicht, aber man wusste über diese engen Kontakte und Liebdienerei Österreichs. Das muss man ganz klar sagen. Unser Vater hat sich dann zurückgezogen in eine Holzerhütte im Ruetztal. Er hat es in der Stadt in Innsbruck nicht mehr rausgehalten. Es waren damals die Wirtschaftswunderjahre sozusagen, auch in Nordtirol vor allem der Tourismus. Man vergönnt ja den Fortschritt, man vergönnt den Leuten den Wohlstand. Aber das hat unseren Vater, also dieses nicht mehr dieses mangelnde Verständnis für den Freiheitskampf, für das Freiheitsideal,
Das hat ihm seelisch sehr zugesetzt. Er hat sich dann zurückgezogen, hat als Holzfäller und Kohlenbrenner sein Geld verdient in Nordtirol und ist an Lungenembolie 56-jährig am 24. Jänner 1976 dann in Nordtirol gestorben. Ein toter Klotz ist kein gefährlicher Klotz. Nach dieser Devise hat ihn immerhin die italienische Regierung zugestanden, dass sein Leichnam nach St. Leonhard überführt werden durfte. Er ist nicht in seinem Geburtsort Walten begraben, sondern in St. Leonhard, da sei er, weil der Friedhof, also der Ort Walten viel zu klein gewesen wäre, um die vielen Leute zu fassen, die zur Beerdigung kamen, wie es dann auch der Fall war. Und das war also jetzt doch eine etwas ausführlichere Schilderung des Lebensweges. Es ist nicht alles enthalten, natürlich, aber ich denke, ihr habt doch einige Fragen und bin gerne bereit, darauf einzugehen. Inzwischen also herzlichen Dank für die Geduld. Herzlichen Dank, Eva, für deine sehr interessanten und eindringlichen Schilderungen. Der ein oder andere wird schon mit Zoom gearbeitet haben. Sie finden unten bei den Reaktionen ein Tool, einen Knopf, da steht Hand heben. Wenn Sie Fragen an Eva haben oder Kommentare, dann können Sie das mit Handheben signalisieren. Und wenn Sie sich auch nicht so auskennen, dann können Sie auch gern winken. Dann erteile ich Ihnen das Wort. Danke für den Hinweis, Bruno Kreisky. Unser Vater hat immer gesagt, Kreisky ist der einzige österreichische Politiker in der höchsten Rangebene, den er wirklich schätzt. Denn der hat nie etwas versprochen, aber der hätte sicherlich nie daran gedacht, die Freiheitskämpfer auszuliefern. Das zu Kreisky. Es gibt neben der Südtiroler Freiheit auch die Schützen in Südtirol, die sehr gut organisiert sind. Es gibt daneben sehr viele andere Patrioten, die eben alles, was den Erhalt der Tiroler Identität und das Freiheitsanliegen anbelangt, mit modernen Mitteln weiter betreiben. Und ich bin sehr froh darüber. Ich selber bin diejenige, die immer wieder sagt, wenn vielleicht der eine oder andere einmal verzweifelt ist, es gibt heute zum Glück die Demokratie. Es gibt die UNO-Menschenrechtspakte, die es uns erlauben, die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts für Südtirol mit modernsten friedlichen Mitteln einzufordern. Wir müssen nicht mehr Kerkerhaft und Folter riskieren, wie damals die Südtiroler Freiheitskämpfer in den 60er Jahren. Und also natürlich gibt es auch die Entwicklung wie in Deutschland und auch in Österreich, die Verflachung und viel Opportunismus, sogenannten Individualismus, wonach also nur die eigene persönliche Freiheit zählt. Und was mir natürlich Sorgen macht, dass sich sehr viele viel zu sicher fühlen. Kennen die Geschichte nicht. Und wer die Geschichte Tirols nicht kennt und einigermaßen auch die Geschichte Italiens, der wird also in der Zukunft noch seine Enttäuschungen erleben, denn Italien hört sicher nicht auf, alles zu unternehmen, natürlich die schleichende Assimilierung und alles, was das schützt, bis dieser graue Fleck in der Geschichte Italiens auch verschwindet, nämlich, ich bin überzeugt, Italien wird
sondiert jedes Jahr genau, wie die Stimmung in Südtirol ist. Und sobald sie die Sicherheit haben, eine Mehrheit bei einer eventuellen Abstimmung für Italien zu haben, dass sie uns zu einer Abstimmung zwingen, dann haben wir die Möglichkeit, entweder darauf zu verzichten oder, wenn Italien diese Sicherheit hat, eben also auch zu riskieren, dass dann die Volksabstimmung das Ergebnis erbringen könnte. Die Bevölkerung ist mehrheitlich für den Verbleib bei Italien. Soweit ist es nicht. Deshalb unser vehementer Kampf mit allen modernen Mitteln für die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts, bevor die Einebnung, der Identitätsverlust auch bei uns so weit ist, bis Italien leichtes Spiel hat. Tiroler in Welschtirol sind noch viel exponierter als wir hier in Südtirol. Das bringt auch die Sprache mit sich. Also die deutsche Sprache ist doch ein wesentliches Element der eigenständigen Identität. Deswegen sind wir auch so bestrebt, alles das zu verhindern, was auch hier die Assimilierung und Akkulturation fördert. Es gibt ja Kräfte auch in Südtirol, die meinen, man müsse auch in der Schule immer mehr mischen und dergleichen, was immer auf Kosten der Muttersprache geht. Das sieht man in anderen Realitäten wie im Elsass und in Aosta und in anderen Gebieten. Aber eben deswegen ist dieser Geist ist nicht erloschen und wir arbeiten daran, dass wir also die Identität stärken in Welschtirol. Wir unterstützen die Welschtiroler, wir ermutigen sie. Sie sind sehr häufig bei unseren Veranstaltungen. Sie haben in den letzten Jahren eigene Aktionen gestartet, sind natürlich immer unter Beobachtung auch, aber auch in Welschtirol hat es noch nie die Volksabstimmung gegeben. Dort ist die Assimilierung natürlich sehr, sehr viel weiter fortgeschritten und die Kräfte, die eben das Triveneto verinnerlicht haben und nicht mehr die Tirolität. Leider ist das eine Tatsache. Ich kann nicht sagen stolz, denn das ist eigentlich stolz. Ich bin Mitglied der Familie Klotz. Ich spüre das Erbe meines Vaters. Ich spüre auch die Herausforderung, der Kampf meines Vaters darf nicht umsonst gewesen sein. Ich führe ihn, auch meine Geschwister unterstützen mich darin. Wir führen den Kampf im Rahmen unserer Möglichkeiten weiter. Wir ehren das Andenken unserer Eltern, nicht nur unseres Vaters, sondern auch unserer Mutter. Wir ehren das Andenken aller Freiheitskämpfer und all jener, die eben für Tirol, für unsere Freiheit sich eingesetzt haben. Deswegen, für Stolz habe ich eigentlich nicht die Energie oder darauf verschwende ich eigentlich keine Kraft, weil der Kampf viel, viel wichtiger ist. Anthony, er war ein großer Tiroler. Er war ein unglaublich tapferer Kämpfer. Und ich bin in dieser Familie, in diese Familie hineingeboren. Ich bin, kann schon sagen, stolz darauf, dass wir nicht unter dem Tisch uns verkrochen haben, sondern alle kämpfen.
Auf verlorenen Posten ist man nie, wenn man sich und sein Ideal nicht selbst aufgibt. Also das kommt für uns nicht in Frage. Wir sind gewöhnt, Rückschläge zu erleiden. Wir haben viel Verrat erlebt. So schnell kriegen die uns nicht unter. Und auch, es gibt natürlich sehr viel Gleichgültigkeit. Und sie werden verstehen, dass bei uns halt auch sich sehr diese teilweise 68er Bildungsniveaulosigkeit breit gemacht hat, wonach alles in der Geschichte, was die eigene Heimat anbelangt, auch mit einbezogen wird. Das heißt, auch bei uns gibt es natürlich die Kräfte, denen daran gelegen wäre, dass das Wort Deutsch nicht mehr gebraucht wird, dass das Wort Volk nicht mehr gebraucht wird. Wir wissen ja, worauf das hinausläuft, und umso mehr also ist es wichtig, dass gerade bei uns jene Kräfte zusammenstehen und sich weiterbilden, die eben die Geschichte, denen die Geschichte nicht gleichgültig ist und vor allem die Zukunft des Landes nicht gleichgültig ist. Denn wer heute sagt, wichtig ist, dass ich sehr gut lebe, dass ich meinen Spaß täglich habe, die Leute werden vielleicht früher oder später auch drauf kommen, dass es im Leben nicht immer nur Spaß gibt. Aber die bewussten Leute und diejenigen, die für etwas kämpfen, wirklich, ich brauche das Wort ganz gezielt, kämpfen mit den modernsten Mitteln, die waren immer in der Minderheit in der Geschichte. Es waren immer relativ wenige, die Neues weitergebracht haben, die Veränderungen herbeigeführt haben. Die breite Masse war meistens eher nicht interessiert an Idealen, aber mit dem muss man leben und da muss man halt eben geschickt vorgehen. Aber so wie unser Freiheitskämpfer Hans Stieler gesagt hat, nur dass ihr es wisst, aufgeben tun wir nur die Post. Die Post. Unser letzter Kenntnisstand, dass Christian Kerbler 1976 im Dezember, also im Jänner ist mein Vater gestorben, im Dezember desselben Jahres ist Christian Kerbler in London bei einem Ladendiebstahl ertappt worden. Das ist die letzte konkrete Situation, also konkretes Lebenszeichen. Damals war Interpol, hatte dann seine Identität festgestellt. Er hatte sich mit einem falschen Namen dort gemeldet und aufgehalten. Die wahre Identität ist aber dann sehr schnell herausgekommen. Interpol hat dann, beziehungsweise die englische Polizei hat dann Italien und Österreich benachrichtigt und wollte wissen, ob Italien und Österreich einen Auslieferungsantrag stellen wollen. Denn er war ja in Italien durch den Prozess in Perugia in den frühen 70er Jahren verurteilt worden zu etwas 23 Jahren wegen Mordes an Louis Amplatz und schwerer Verwundung von Georg Klotz. Auch Österreich, das gegen Kerbler ermittelt hatte, aber weder Österreich noch Italien haben einen Auslieferungsantrag gestellt. Und wir wissen, es gibt ein Dokument, wo also italienische Regierungskreise sich sehr nervös äußern. Es sei zu befürchten, wenn also Österreich einen Auslieferungsantrag stellt, dass dann sehr vieles zutage kommt und
dass dann die Fragen wieder auftreten, wie das damals mit dem Mordanschlag und dergleichen war. Also das sagt doch alles, dass weder Italien noch Österreich einen Auslieferungsantrag gestellt haben. Ich persönlich habe sehr viel Kraft und Geld investiert, um Christian Kerbler ausfindig zu machen. Ich war persönlich in Südafrika, hatte eine Nachricht bekommen, in die Hand gedrückt, eine Adresse in Südafrika, unter der sich Christian Kerbler angeblich aufhält. Der Mann, den ich dort in Durban getroffen habe, mit Hilfe eines Detektivs, das war aber nicht Christian Kerbler. Ich wusste das ganz, ganz genau. Vielleicht das Detail anhand seiner Hände. Denn ich hatte Christian Kerbler ja bei einer Fahrt nach Wien mit unserer Mutter im Jahre 64 im Juni. Der Mordanschlag war dann im September 64. Im Juni 1964 war ich dann als damals 13-Jährige mit meiner Mutter, mit den Brüdern Kerbler im Auto bis nach Wien gefahren. Und da hatte ich ja Zeit. Als 13-Jährige beobachtet man ja ziemlich gut. Und ich hatte mir seine Hände genau eingeprägt. Und die Hände des Mannes in Südafrika, die waren gänzlich anders. Also anhand dieses Elementes konnte ich ausschließen, dass es sich um Christian Kerbler gehandelt hat. Ich schließe nicht aus, dass Christian Kerbler aber ziemlich unbefangen vielleicht auch einmal in sein Heimathaus nach Hall gekommen ist, als sein Heimathaus verkauft wurde. Außer Franz Kerbler, dem Bruder, der auch damals in Versailles beteiligt war und sicher vom Mordplan wusste und in jener Zeit in Versailles sich aufgehalten hat, auch nachweislich in der Mordnacht. Es gibt einen Eintrag in einem Hotel, im Gästebuch eines Gasthauses in St. Martin, in der Gemeinde St. Martin, wo aufscheint, dass Franz Kerbler, der Bruder von Christian Kerbler, der ja auch an diesem Verrat beteiligt war und auch Spitzel der italienischen Polizei war, dass der damals in jener Nacht in Versailles gewesen ist. Ich habe auch die Meldung, dass ein geistlicher Würdenträger aus Nordtirol im Namen der Familie Christian Kerbler zweimal in Livorno getroffen habe. Ich halte das für wahrscheinlich. Der geistliche Würdenträger ist leider verstorben. Ich hatte ihn getroffen und danach gefragt, aber er hat mir keine Auskunft darüber gegeben. Wir wissen nicht, wo Kerbler umgeht. Er ist Jahrgang 1940, wäre also jetzt 81 Jahre alt. Und ich habe gesprochen, meine Mutter war mitgekommen, um die Mutter Kerbler zu treffen. Die hat uns keine Auskunft gegeben, die anderen Geschwister auch nicht. Mittlerweile sind außer Franz Kerbler alle tot. Und ich glaube, ich bin aber relativ sicher, dass Christian Kerbler noch lebt. Nur wissen wir nicht, wo. Leider kämpfen wir, dass nichts Schlimmeres passiert. Es gibt diese sogenannten CLIL-Projekte, dass also in den deutschen Südtiroler Schulen Fächer in Italienisch unterrichtet werden oder auch in Englisch. Wir wehren uns vehement dagegen, denn genau diese Experimente haben in anderen Ländern dazu geführt, dass also vor allen Dingen die Muttersprache darunter leidet. Und es gibt immer mehr Erkenntnisse, dass diese Methoden nicht zu dem Erfolg führen, den man sich erwartet hätte. Eine italienische Landesrätin, die ich im Landtag noch genauer darum offiziell auch befragt habe,
was die Experimente, die man in der italienischen Schule in Südtirol ja seit langem betreibt, nämlich mehr Unterricht, auch Fachunterricht in Deutsch, wo sie mir wörtlich geantwortet hat, das Ergebnis sei, dass das passive Verständnis sich verbessert habe. Damit hat sie gesagt, dass das Aktive nicht wesentlich verbessert worden ist. Wer in Südtirol lebt, der weiß, wie viele Italiener es gibt, die bis heute kaum Deutsch sprechen. Es hat sich in manchem gebessert, das muss ich redlicherweise sagen. Es gibt heute sicherlich sehr viel mehr Italiener, die sich bemühen, Deutsch zu reden, aber es gibt immer noch diejenigen, die also einfach nicht wollen. Sehr viele, auch die sich nicht getrauen, die nicht den Mut haben, die Sprache zu sprechen. Und sehr viele, die leider Gottes auch Zweisprachigkeitsnachweise haben, aber im Grunde genommen keinen vollständigen deutschen Satz sprechen können. Das sei auch gesagt. Wir müssen ja haben ja die Zweisprachigkeitspflicht in den öffentlichen Ämtern. Und ich wundere mich immer wieder, wie manche in ein öffentliches Amt gekommen sind, ohne einen deutschen Satz richtig sprechen zu können, geschweige denn schreiben. Wichtig der Hinweis, Wallnöfer, wir wissen, dass er persönlich sich auch sehr eingesetzt hat für unseren Vater, beispielsweise gerade nachdem er im Ötztal von österreichischen Beamten also in Empfang genommen worden war, sozusagen. Und Wolfgang Pfaundler sofort den Walli, wie man ihn liebevoll genannt hat, den Landesvater von Nordtirol, also des sogenannten Bundeslandes Tirol, den Walli angerufen hat, der sich sofort mit dem Innenministerium 64 im September in Wien in Verbindung gesetzt hat, denn aus Wien war ja die Aufforderung gekommen, den Vater also mit seiner Verwundung direkt nach Wien zu bringen. Und der Walli, der dann interveniert hat und gesagt hat, Sie, dem Innenminister, Sie, Herr Minister, in Ihre Schuhe möchte ich nicht stecken, wenn der Klotz unterwegs stirbt. Und so ist es dem Landeshauptmann Eduard Wallnöfer gelungen, durch seine Intervention, dass unser Vater nicht nach Wien gebracht wurde, sondern in Würgl im Krankenhaus betreut und operiert wurde, um die Kugel zu entfernen. Und das war für unseren Vater sicherlich ein sehr großes Glück. Aber Eduard Wallnöfer hatte sich auch mit beteiligt, einen Arbeitsplatz für unseren Vater zu finden. Und es ist sicher auch auf seine Interventionen zurückzuführen, dass er diese Hütte, die den Bundesforsten gehört hat, damals zur Verfügung gestellt bekommen hatte und so eben eine neue Heimat im Exil. Es war nicht nur Eduard Wallnöfer, es hat vor allen Dingen in der mittleren Beamtenschicht sehr, sehr viele gutgesinnte Leute gegeben in Österreich, die auch immer wieder geholfen haben. Und ich möchte da auch einen Minister nennen, der hat zwar meines Wissens keiner Partei angehört, damals in der Klaus-Regierung, Klesatzki. Professor Hans Klesatzki, mit dem ich persönlich später noch Kontakt hatte, vor seinem Tod, der mir anvertraut hatte, dass er alles hat erfinden müssen, alles hat erdenken müssen, um die Auslieferung zu verhindern. Das war Professor Klesatzki zu verdanken. Es war Jörg Hoffmann Bircher aus Lana, der ihm Nachricht hat zukommen lassen,
er solle schauen in der Herz-Jesu, am Herz-Jesu-Tag, so lang als möglich unter Leuten zu sein. Das Verhältnis also zwischen Sepp Kerschbaumer und unserem Vater war immer freundschaftlich geblieben, trotz der unterschiedlichen Auffassung über die Taktik des Freiheitskampfes. Sepp Kerschbaumer, der überzeugt war davon, dass die Nadelstichpolitik, also die Nadelstichtaktik zum Ziel führen werde, das heißt durch Anschläge auf die Strommasten. Unser Vater, der aber davon überzeugt war, dass das nicht genügen würde, denn er hat gesagt, und irgendwann einmal ist das ausgeschöpft und dann geht die Weltöffentlichkeit zur Tagesordnung über. So war es dann leider auch. Vor allen Dingen wusste man aber damals noch nicht, dass so viele Beteiligte in die Kerker wandern würden. Dass die italienische Polizei, die italienischen Ermittler dann doch so schnell dazu führen würden, dass man so viele inhaftieren würde und infolge der brutalen Folter dann immer mehr Namen genannt wurden. Unser Vater hatte den Entschluss gefasst, sich nicht gefangen nehmen zu lassen, unter keinen Umständen, nachdem er als einer der allerersten zum Verhör nach Meran gebracht worden war, 4 Tage, 4 Nächte, ohne Essen, ohne Trinken, ohne Schlaf. Er war nicht gefoltert worden, aber das war Psychoterror. Er war am Ende seiner Kräfte und er wusste, so etwas würde er nicht mehr durchstehen, ohne Namen zu nennen. Deswegen sein persönlicher Entschluss, sich nicht gefangen nehmen zu lassen. Und deswegen hat er dann auch unsere Mutter zu den Leuten geschickt, die sie erreichen konnte im Burggrafenamt, vor allen Dingen, um sie zu warnen, nachdem er entlassen worden war, weil man ihm nichts nachweisen konnte, weil er an der Feuernacht nicht beteiligt war. Und die Mutter, es gab damals kaum öffentliche Verkehrsmittel, weite Fußmärsche auf sich genommen hat, um die Leute zu warnen, wie auch den Hofmann Jürg, der gesagt hat, ach, wo's die Walschen, die verstehen ja nichts, die können ja nicht einmal unsere Sprache, was sollen die wissen? Unsere Mutter hat gesagt, ich habe euch gewarnt, das ist mein Auftrag, der Jürg hat mir das aufgetragen und so sind sie leider Mann für Mann in die Gefängnisse gewandert und was dort passiert ist. Also die Tatsache, dass unser Vater 1974 den Sepp Kerschbaumer Bund gegründet hat in Nordtirol im Exil, mit dem Ziel, die Verbindung zwischen dem Bundesland Tirol und Südtirol zu intensivieren, vor allen Dingen auf schulischer Ebene, Bildungsebene, dafür zu sorgen, dass vielleicht Bücher nach Südtirol gebracht werden, dass die kulturelle, kulturell besser zusammenarbeiten, verknüpfen, auch was die Geschichte anbelangt, und dass er eine Sepp Kerschbaumer Fahne hat sticken lassen. Das zeigt, dass er Sepp Kerschbaumer sein Leben lang geschätzt hat und ihm freundschaftlich verbunden gewesen ist. Selbstverständlich, also nicht nur die Südtiroler Freiheit und die Schützen, die immer wieder darauf verweisen, die Protestaktionen organisiert haben, gibt immer noch sehr, sehr viele Aktivitäten. Ich danke unseren Landtagsabgeordneten, dass sie immer wieder auch unserem großen Sprachwissenschaftler Dr. Christian Kohlmann, der nicht ruht, gerade was die Fälschung der Ortsnamen anbelangt, dieses faschistische Relikt immer wieder bekämpft mit allen modernen Mitteln. Also
Diesbezüglich haben wir es mit vehementen Gegenkräften zu tun, die alles tun, daran setzen, dass beispielsweise der Faschistentempel, dass dieser große Lügentempel, es heißt immer noch leider Siegesdenkmal, jetzt sozusagen umgewidmet haben, offiziell in ein Mahnmal. Aber wen soll es ermahnen? Die Amtierenden oder die immer noch verinnerlichten oder überzeugten Faschisten, wozu soll es die ermahnen? Das ist eigentlich lächerlich, das darzustellen mit ein paar kleinen Tafeln. Aber das sind halt die Leute, die irgendwie wahrscheinlich auch persönliche Schwierigkeiten haben, nicht genau wissen, vielleicht wohin sie tendieren und für sich selber halt einfach entschlossen haben, alles zu verhindern, was Tirol wieder zusammenführen könnte. Ich kann nur sagen, da sind auch einige sehr viele Erbärmlichkeiten dabei. Es hat viele, viele Versuche auch letzthin gegeben. Das ist zwar jetzt ein Nebenschauplatz, die Gemeinderatswahlen in Meran. Eine gemeinsame Liste auf die Beine zu stellen, das hat leider nicht funktioniert. Ansonsten will ich hier jetzt nicht urteilen. Es hat mir nur persönlich auch wehgetan, eine Aussage anlässlich eines Beschlussantrages, soweit ich weiß, unserer Landtagsabgeordneten, die Bezeichnung Alto Adige abzuschaffen. Also es wird ja immer noch offiziell, heißt auch im italienischen Verfassungstext, unser Land Provincia Autonoma di Bolzano auf Italienisch, in Deutsch Autonome Provinz Bozen. Der Ausdruck Alto Adige kommt nur vor für die Region, die immer noch heißt Regione Autonoma Trentino Alto Adige. Südtirol steht jetzt dabei, auch Alto Adige, aber nur für die Region. Und das damals von Seiten der Freiheitlichen, von einem Mitglied des Landtages, die Meldung kam, der Begriff Alto Adige stört mich eigentlich nicht, denn ich verwende eh nur den deutschen Begriff Südtirol. Also mit dieser Erklärung wurde, soweit ich mich erinnern kann, der Beschlussantrag dann auch von Seiten der Freiheitlichen abgelehnt. Und das hat mich sehr verwundert. Ansonsten will ich niemandem den Patriotismus absprechen. Nur dass also dass es in diesem wichtigen Bereich, denn die Namen sind ja der Schlüssel zu unserer Kulturgeschichte, und bei Alto Adige fängt natürlich das Fälschungswerk an, denn das ist natürlich gezielt auch hinsichtlich der Weltöffentlichkeit. Und ich wundere mich jeden Tag, wenn ich auch die italienischen Lokalnachrichten höre im öffentlich-rechtlichen Sender, mit welcher Selbstverständlichkeit hier die Falschnamen, die gefälschten Namen, also die faschistisch belasteten Namen verwendet werden, wo ich mich wundere, dass die Leute sich nicht schämen, keine kulturelle Scham haben, diese Falschnamen, diese faschistisch belasteten Namen zu verwenden, sogar für kleine Bergdörfer, mittlerweile sogar Namen noch dazu erfinden, die der große faschistische Namenfälscher Ettore Tolomei gar nicht übersetzt hatte oder erfunden hatte, also die sich nachträglich noch als Fälscher betätigen. Insofern also fällt und steht sehr vieles der Identität hier in unserem Lande. Wie hält man es mit den faschistischen Falschnamen?
das war in meinem persönlichen Fall kein Entschluss jetzt. Ich bin da hineingewachsen. Sicherlich hat meine Familiengeschichte damit zu tun, aber ich kann sagen, ich bin als Gemeinderätin in der Stadt Bozen gewählt worden, wollte das eigentlich gar nicht. Man kam damals von Seiten der Volkspartei auf mich zu und ich habe mich eigentlich gewehrt und habe gesagt, interessiert mich nicht. Als man dann das dritte Mal gekommen ist, mich zu fragen, habe ich gesagt, tut mich auf die Liste in Gottes Namen. Für mich persönlich, damit ich endlich die Ruhe habe, bin dann bei einer einzigen Wahlversammlung gewesen und hätte nie im Traum daran gedacht, dass ich dann als Drittgewählte sozusagen mit 10 Männern einzige Frau in den Bozener Gemeinderat gewählt würde. 1980 war das. Und war aber schon seit 1976 Mitglied des Südtiroler Heimatbundes. Vor allen Dingen der Südtiroler Heimatbund, der ja 1974 gegründet worden war von den ehemaligen Südtiroler politischen Häftlingen, die 69 waren, Sepp Mitterhofer, der kürzlich gestorben ist, und Jörg Bircher-Hoffmann als letzte oder ein Bircher-Hoffmann als letzter entlassen worden, kurz nach der Annahme des Paketes durch die Südtiroler Volkspartei. Und die waren belastet mit schweren Hypotheken auf ihrem Besitz, hatten die Bürgerrechte nicht wiederbekommen, hatten sich also eigentlich zusammengeschlossen, um wieder ihre Bürgerrechte zu bekommen und von den Hypotheken loszukommen. Als dann 1977 Österreich und Italien die UNO-Menschenrechtspakte ratifiziert hatten, in deren Artikel 1 ja das Recht auf Selbstbestimmung verankert war, hat der Heimatbund als erster in Südtirol angefangen mit Vorträgen, mit Plakataktionen, mit Versammlungen, mit Petitionen, die das Recht auf Selbstbestimmung wieder in den Vordergrund zu stellen. Und ich habe eigentlich aus persönlichen Gründen bin ich zum Heimatbund gegangen, als unser Vater 1976 starb und wir eigentlich als Familie völlig überfordert waren mit allem. Da ist Hans Stieler, der Obmann des Heimatbundes, zu uns in die Familie gekommen und hat gesagt, wenn ihr einverstanden seid, wir Heimatbund organisieren alles, wir schauen, dass der Leichnam überführt wird, dass Italien dem zustimmt, wie gesagt, mit der Unterstützung von Eduard Wallnöfer. Wir organisieren alles. Und ich habe mir dann für mich persönlich gedacht, in einer Bewegung, in einer Gruppe, die so idealistisch sich verhält, die sich so einsetzt, da will ich mich einbringen. Und so bin ich eben hineingekommen als Mitglied des Heimatbundes in die ganze Entwicklung, Kampf für die Selbstbestimmung und dann bei den Wahlen, als man Kandidatinnen und Kandidaten gesucht hatte, habe ich mich zur Verfügung gestellt, niemals denkend davon ausgehend, dass ich gewählt würde. Ich bin dann tatsächlich als einzige damals ein Frau-Fraktion in den Südtiroler Landtag gewählt worden. Zuerst schon die Tätigkeit im Bozener Gemeinderat für 3 Jahre lang noch, aber eine sehr, sehr große Schule, ein Lernprozess sondergleichen, allein praktisch im Südtiroler Landtag. Und so, aber das war nicht ein Entschluss, das war einfach mein Lebensweg und ich weiß heute, das war oder ist mein Lebensauftrag, solange es gegangen ist, also direkt in der Politik, im Landtag. Ich arbeite noch in der zweiten, dritten Reihe in der Bewegung Südtiroler Freiheit mit und bin persönlich sehr, sehr froh und glücklich darüber, so tüchtige
Nachfolgerinnen und Nachfolger zu haben, so viele tüchtige Mitarbeiter, zwei, die mir jetzt hier zur Seite stehen auch. Sie wissen, Stefan Zelger, aber auch Tobias Innerhof und viele, viele andere, die auch jetzt zugeschaltet sind, Bernhard Zimmerhofer, der auch eine ganze Legislatur mein Begleiter im Südtiroler Landtag war. Ich kann jetzt namentlich nicht alle aufzählen, aber um zu sagen, ich bin dem Hans Stieler also verpflichtet und das, wie zu Beginn gesagt worden war, ohne jede Verkrampfung oder ohne jede Depression oder wie könnte man dann sagen, Verbitterung. Nein, im Gegenteil, ich weiß, was ich tun kann, das tue ich. Wenn es heißt, ja, aber euer Ziel habt ihr, ja, wer sagt das? Ich sage immer, man wird nie vielleicht ermessen können, was wir an Schlimmerem verhindert haben, aber immerhin, wir haben gehalten, wir haben dafür gesorgt, dass die Selbstbestimmungsförderung nicht stirbt und dass diese Flamme aufrecht bleibt. Und in diesem Sinne darf ich auch alle bitten, uns zu unterstützen und mit den modernsten Mitteln weiterzukämpfen. Wie Kreisky gesagt hat, die Idealisten werden zwar viele schmerzliche Erfahrungen machen und viele Enttäuschungen in ihrem Leben, aber sie haben generell die bessere Lebensqualität. Vielen Dank, Eva. Ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort. Man hat mir gesagt, es sollte nicht länger als ein gutes Fußballspiel dauern. Ich glaube, die 90 Minuten inklusive einiger Nachspielzeit sind vorbei. Ich darf ganz zum Schluss noch ein bisschen Werbung machen. Sie kennen es vielleicht schon. Eva hat auch ein sehr interessantes Buch über ihren Vater geschrieben, das Sie bei uns im Webshop der Südtiroler Freiheit erwerben können. Gerne auch mit der Widmung von Eva. Ich danke ganz herzlich natürlich dir, Eva, für diesen tollen Vortrag, aber auch meinem Kollegen Tobias Innerhofer für die Betreuung der technischen Seite des heutigen Vortrages. Ich darf Sie noch auf das nächste Webinar hinweisen und einladen. Das wird am 13. Jänner 2022 stattfinden, unter dem Titel Doppelte Staatsbürgerschaft, die Modelle, die Vorteile und der aktuelle Stand. Und natürlich werden Sie auch frühzeitig wieder eine Einladung dazu bekommen. In diesem Sinne danke nochmal ganz herzlich allen, dass Sie dabei waren. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wiederschauen. Danke. Gute Nacht.